Zeit für euer Reading. Euer Thema ist die 3D. Ja, hier und jetzt, das hier und jetzt, geerdet sein, Dinge zum Anfassen. Es kann sein, dass es Jobdinge sind, die euch beschäftigen, Geldverluste oder irgendeine Art von Mangelempfinden in dieser 3D, dass euch etwas fehlt oder dass ihr etwas tun müsst, um etwas zu erreichen. Denn ich habe beim Vorschaffeln, also ich schaffe immer meine Karten und frage quasi meine Karten, welches Zeichen als nächstes dran ist. Und es kam die ganze Zeit nur Münzkarten. Ich habe die R-Zeichen aber alle abgedreht. So, und dann wusste ich, okay, das hat was mit dem Reading zu tun, was als nächstes dran ist. Und das wart ihr, okay, Freunde? Also, eure erste Karte ist die Karte Soulmates. Okay. Karte Nummer 41 reduziert sich auf 5. Könnte mit irgendeiner Form von, weiß ich nicht, Challenges einhergehen oder etwas, was nicht ganz so einfach ist, ja, wo man vielleicht irgendwelche Hindernisse noch bewältigen muss, bevor man irgendwie sich auf jemanden einlassen kann. Und dann haben wir die Karte Healer of the Ages, reduziert sich auf 6. 6 und 5 ist 11. Auch eine Zahl, die in diese Richtung hier geht und reduziert sich auf 2. 2 ist Balance, okay? Also, ganz klar, ich habe gerade eben gesagt Challenges und Hürden und dann haben wir die Karte Healer of the Ages und da geht es genau darum, ja, Dinge in sich zu heilen, um dann quasi auch im Außen die Heilung erkennen zu können, ja, weil das ist genau das, wir müssen hier anfangen, um die Manifestierung im Außen sehen zu können, ja, und das ist das, was ich immer hier so sehr predige, alle sind auf der Suche nach ihren Soulmate, Twin Flame und wie ihr den ganzen Driss nennt, aber also Leute wollen einen Seelenverwandten und handeln aber nicht für ihre Seele, sondern für ihr Ego. Ja, wenn du für deine Seele handelst, dann möchtest du, dass deine Seele quasi heilt und dann fängst du hier an. Wenn du aber aus dem Ego handelst, dann suchst du nur im Außen und möchtest Menschen finden, die etwas füllen, was dir hier fehlt oder hier von mir aus seelisch, wo auch immer ihr eure Seele habt, okay? Also Leute, auf der Rückseite des Decks, 3 der Stäbe, das ist interessant, Momentum. Einige von euch warten vielleicht auf den richtigen Moment für etwas. Das können, wie ich auch gerade schon gesagt habe, Veränderungen sein. Dinge, die ihr wisst, die ihr angreifen müsst oder anpacken müsst, um quasi, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Sache anzugehen in irgendeiner Form. Einige von euch haben vielleicht gerade noch so ein bisschen Gedankenchaos, bevor sie das richtig transformieren können und richtig sagen können, okay, jetzt ist der Moment, wo ich loslegen kann. Und andere von euch sind einfach nur voller Tatendrang und wollen jetzt am besten los. Typisches Schütze-Ding, ja? Null Geduld, zero Geduld. Leute, ihr braucht ein bisschen, kleines bisschen Geduld, okay? Hier, sprinkle, sprinkle. Geduld für uns alle, okay? Weil da bin auch ich nicht so gut drin. Also Leute, lasst uns gucken. Der Kelche, Ass der Stäbe und da ist er, der König der Münzen, den habe ich eben auch gesehen, mit den 10 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Okay, 5 der Kelche, Ass der Stäbe, König der Münzen, ja. 5 der Kelche, immer eine Karte von vergangenen Enttäuschungen, ein bisschen so crying over spilled milk, sich an Dingen aufrecht, nicht an Dingen aufrecht zu erhalten, sondern, vielleicht halten einige von euch Dinge aufrecht, die eigentlich schon sind, ja. Aber eigentlich wollte ich sagen, sich an Dingen aufhalten, die einfach nicht mehr zu ändern sind. Ja, ihr könnt hier sehen in der Symbolik, er oder sie, wer auch immer, weint hier über das, was bereits vergangen ist, ausgeflossen, ja, was nicht mehr zu retten ist, während hier eigentlich 2 Kelche stehen, die, die irgendwie angepackt werden möchten, womit was gemacht werden kann, wo man etwas draus kreieren kann. Ja, und interessant ist auch, bei mir liegt es nämlich so, ihr seht hier das Ass der Stäbe, das Universum reicht quasi eine neue Chance und diese Person hier kann es überhaupt gar nicht sehen, weil sie mit dem Rücken zu dieser ganzen Sache steht. Ja, es kann sein, dass einige hier von euch etwas betrauern und das irgendwie heilen. Und wenn ihr aber dazu bereit seid, beziehungsweise viel mehr, das ist auch die Karte Nummer 5, ja, das ist vielleicht dann eben diese Challenge. Wenn ihr bereit seid, loszulassen, was nicht mehr zu ändern ist, was nicht rückgängig gemacht werden kann, wo man einfach nur schlicht und weg einfach nur daraus lernen kann, dann habt ihr hier einen Neuanfang.
Ja, vielleicht entweder mit einem König der Münzen oder einen Neuanfang, der euch in die König der Münzen Energie bringt. Wir gucken jetzt mal, wenn ich Clarifier ziehe, ob hier vielleicht auch die Königin der Münzen auftaucht oder irgendwie sowas. Aber für einige von euch ist das hier ein Neubeginn. Stierenergie ist das vielleicht mit jemandem, der seinen Shit zusammen hat. Ja, das ist auch niemand, der hier irgendwie rumspielt oder so. König der Münzen ist auf jeden Fall derjenige, der am Start ist. Und ja, König der Münzen, der Bruder stands on business, okay? Der ist dieser, das ist nicht jemand, der irgendwie sagt, oh, komme ich heute, komme ich morgen. König der Münzen sagt, pass auf, ich bin morgen um 2 Uhr bei dir und dann kommt der König der Münzen um 10 vor 2, steht er vor deiner Tür mit allem, was ihr braucht, um einen erfolgreichen Trip zu haben, zum Beispiel, okay? Das ist König der Münzen-Energie. Ja, 10 der Münzen, für einige von euch könnte das hier tatsächlich etwas sein, was wirklich. Ich habe gerade gesagt, gucken wir mal, ob die Königin der Münzen auftaucht. Was ist hinter den 10 der Münzen? Die Königin der Münzen! Sorry fürs Anschreien. Sorry, Leute, wollt nicht laut werden. Da ist sie. Die Königin der Münzen wartet hier darauf, dass die 10 der Münzen angegangen werden können. Aber entweder muss die Königin der Münzen hier zu Ende trauen oder der König der Münzen. I don't know. So, 5 der Kelche. Erklärt mit 8 der Kelche, sehr gut. Und der Kraftkarte, auch sehr gut. Und hier haben wir die 5 der Münzen auf der Rückseite des Decks. Definitiv absolute Challenge hier, ja, mit diesen ganzen Fünferkarten. Also Leute, 8 der Kelche und die Kraftkarte zusammen, was sagt uns das? Dass jemand hier in der Lage ist, diese Blockaden hinter sich zu lassen. Emotionale Blockaden, dass jemand hier gerade auf der Suche nach seiner eigenen Fülle ist. Ja, das braucht Mut, das braucht Courage, das braucht Ansporn, das braucht Feuer. Ja, die innere Flamme in diesem Sinne. Jemand hier versteht auch, dass er quasi seine innere Trauer dämmen muss, sage ich jetzt mal. Ihr könnt ja hier sehen, dass sie quasi die Einzige ist, die in der Lage ist, diesen Löwen hier zu zähmen. Und entweder kann es sein, dass diese Person selber mit sich arbeitet und sagt, okay, hier muss mein stiller Beobachter oder was, muss einschreiten und mein inneres Trauermonster zähmen. Oder aber ihr helft der Person dabei. Oder ihr quasi zähmt diese Person. Ich setze das in Anführungszeichen und sage das hier jetzt ganz klar. Ja, weil ich weiß, einige sitzen jetzt hier vor und klatschen in die Hände und sagen, oh, ich kann jemandem dabei helfen, seine Probleme zu lösen und mich nicht um meine eigenen Probleme kümmern. Ich bin am Start, ja? Girl, no. Boy, no. Okay, das ist Bullshit. Wie ich immer sage, am Ende des Tages, wir alle müssen lernen, uns selbst zu helfen. Okay, man kann im Außen Impulse bekommen, man kann Inspiration bekommen, aber die Person, die einen aus der Misere nach herauszieht, ist man selber. Ja, heißt, man kann eine helfende Hand bekommen, aber diese helfende Hand ist nicht dafür verantwortlich oder zuständig, deine Misere zu lösen. Ja, also wenn du Barbara die Bilderin bist oder Bob der Bilder, ja, oder hier irgendwie dieses ständige Helfersyndrom hast, sit your ass down. Okay, ich habe nicht mit dir gesprochen. Das ist kein Ansporn oder kein Anreiz, deinen Bob de Bilderfähigkeiten zu zeigen, dein Helfersyndrom auszuleben. Hilf dir lieber selbst, okay? Weil das hier für diejenigen, die diese Bindung, die diese Art der Bindung wollen, ist, hilf dir selbst, okay? Und dann kann sich daraus etwas entwickeln. 5 der Münzen. Das kann auch hier Mangel in Geldsituationen, Geldangelegenheiten sein. Vielleicht hattet ihr vorher mit jemandem zu tun oder eure Person hatte vorher mit jemandem zu tun, wo es geldtechnisch vielleicht nicht so gelaufen ist oder wo quasi die Träume und Wünsche unterdrückt werden mussten. Warum auch immer, ob ihr jetzt mit jemandem zu tun hattet, der euch klein halten wollte oder es hat aus anderen Gründen nicht geklappt. Aber ja, hier ist aus einem Mangel entsteht hier etwas. Aus einem Mangel ist hier jemand in der Lage, etwas zu ziehen, was nachher in seine Hoffnungen, Wünsche, Visionen und sowas alles quasi reinspielt. Kann tatsächlich Geld, ne, monetärer Natur sein, kann aber auch etwas sein, was quasi sich hier einfach manifestiert im Sinne von Mindset. Weil wenn sich dein Mindset ändert, dann siehst du das auch in der 3D. Ja, das ist ganz klar. Wie ich immer sage, dann verändert sich im Außen alles und dann ist es etwas zum Anfassen. Ass der Stäbe erklärt mit 8 der
Schwerter war das, glaube ich. Wartet, Leute, ich gucke jetzt. 8 der Schwerter und die 8 der Münzen. 8, 8, 8. Und das ist auch die Karte 8. Und wir sind im Jahr 8 und das Jahr des Drachens. Habe ich mich übrigens gefreut, Leute. Es ist das Jahr des Drachens. Ich habe einen Riesendrachen tätowiert. Okay, ich liebe das. Jeden Tag, wenn ich mich selber angucke, habe ich Motivation. Ich lieb's. Also, anyway, zurück zum Reading. Zurück zum Reading. 8 der Schwerter und 8 der Münzen. Bedeutet was? Entweder muss jemand hier stark daran arbeiten, aus seinem Gedankengefängnis auszubrechen oder Glaubenssätzen, eigene Limitierungen, die sich hier jemand gesetzt hat, wie zum Beispiel, das höre ich oft in privaten Readings, wenn Leute dann sagen, ja, ich bin in einem Heilprozess, aber wann kann ich denn daten? Oder wann habe ich genug, bin ich genug geheilt, um wieder daten zu können? Und das ist eine eigene Limitierung. Ja, niemand sagt, dass man, es gibt keinen Zeitpunkt, wo man völlig geheilt ist, wird es nie geben, ja, würde ja bedeuten, dass du dann auch nie wieder daten kannst, und das ist Bullshit. Man muss einfach ehrlich zu sich selber sein und sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich die Lasten, die ich mit mir trage, so mit mir selber vereinbaren kann, dass es sich nicht auf meinen Partner überträgt, oder bin ich da noch nicht? Und wenn du da noch nicht bist, dann musst du deinen eigenen Mangel oder deinen eigenen Durst nach Partnerschaft quasi ein bisschen unterdrücken und sagen, okay, ich habe hier erstmal noch an etwas zu arbeiten. Oder du sagst, okay, ich bin so weit, dass ich das mit in eine Partnerschaft nehmen kann und dass ich das auch kommunizieren kann und dass es nicht unsere Beziehung so belastet, dass 2 Tage später wieder Schluss ist. Ja, also entweder muss hier jemand daran arbeiten, sich aus seinen eigenen Limitierungen quasi zu befreien. Oder aber jemand stürzt sich in Arbeit, um das, diese Trauer da quasi loszuwerden. Ja, manche Menschen kompensieren ja dann auch. Ob das jetzt wirklich dann auch hilft, sei mal dahingestellt. Es gibt solche und solche Menschen. Ja, es gibt niemals one size fits all. Okay, manche Leute, die können das dann kompensieren und so auch loslassen. Und für andere ist das einfach nur Ablenkung. Ja, auf der Rückseite des Decks haben wir den Mond mit den Ass der Schwerter und den 9 der Münzen. Und das liebe ich, weil was bedeutet das? Jemand hier ist in der Lage, von seinen Ängsten freizubrechen mit dem Ass der Schwerter. Ja, wir haben eben die 10 der Münzen gesehen. Und bevor man mit jemandem die 10 der Münzen erreichen kann, muss man erstmal die 9 der Münzen für sich selber erreichen. Ich liebe das, weil dann haben wir hier 8 und 9 und die 10 hatten wir auch gesehen. Heißt also, es geht alles genauso, wie es gehen soll. Ja, jemand wird in der Lage sein, seine unterbewussten Gefühle, Ängste, was auch immer, und die sitzen tief, da rauszubrechen, beziehungsweise eine Klarheit zu finden und diese Klarheit dann auch zu entweder seinem Vorteil oder du zu deinem Vorteil oder du oder die Person zu eurem Vorteil quasi nach außen zu bringen. Guck mal, da sind auch nochmal die 3 der Kelche. Es kann sehr gut sein, dass das eine so noch tiefere Bindung quasi fördert. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Inspiration gegeben, das kann auch sein. In irgendeiner Form, mit dieser Healer of the Ages-Karte. Es kann sehr gut sein, dass ihr vielleicht, weiß ich nicht, das könnte nur eure Energie sein, das könnte euer Sein sein, das könnte etwas sein, was ihr sagt oder tut, was hier jemanden dazu anleitet, in diesen Heilungsprozess zu kommen. Denkt dran, Leute, es kann, ne, es kann auch umgedreht sein. König der Münzen. 6 der Stäbe und dann haben wir die 5 der Münzen, mit den 10 der Schwertern, den Liebenden und der Hohenpriesterin. Und dann die 2 der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Okay, jemand hier hat im Außen, habe ich das nicht eben gesagt? Habe ich nicht eben gesagt, jemand hier oder dass man im Außen nicht suchen kann, wenn man... Genau, wir haben über Seelenverwandte und Ego habe ich gesprochen und das kommt hier gerade hoch, ja. Jemand hat mit 6 der Stäbe und 5 der Münzen versucht im Außen irgendwas zu generieren. Ansehen, Erfolg, was weiß ich, ja, vielleicht auch einfach Ego-Push im Sinne von, oh ja, okay, jetzt schreiben mir hier 10 Typen oder 10 Weiber, ich bin cool. Ja, das ist nicht schwer. Wenn du dich auf Tinder anmeldest, ist es nicht schwer, dass dir jemand schreibt oder dass 10 Leute durstig sind. Okay, Freunde, das ist kein Accomplishment. Sorry.
Und dann hat die Person hier mit 10 der Schwerter auch ganz schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ja? Und hat hier eine Entscheidung, trifft hier eine Entscheidung basierend auf der Intuition. Ich guck mal, ob ich noch eine Karte bekomme. Ein Bauchgefühl. Es ist ein Bauchgefühl, was jemand hier versteht, dass er sich folgen muss. Und nicht irgendwas, was vom Außen kommt. Und da sind die drei der Stäbe. Und das ist die Karte, die wir zum Anfang gesehen haben. Und damit lasse ich das Reading hier. Ja, also jemand hier weiß Bauchgefühl intuitiv. Oder jemand trifft hier eine Entscheidung intuitiv. Aber es ist irgendwie noch nicht der richtige Moment. Ne? Also damit schließen wir quasi den Kreis. Jemand weiß hier, was das Richtige ist zu tun. Aber es ist noch nicht der perfekte Moment dafür gekommen. Und der perfekte Moment wird wahrscheinlich erst kommen, wenn das hier, wenn diese Energie hier bewältigt ist. Oder vielleicht auch diese 8 der Schwerter mit 8 der Münzen Energie. Okay, Freunde, ich lasse euer Reading hier. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Für ein privates Reading, Instagram oder den Contest Club, öffnet die Infobox. Da sind alle Informationen unter jedem Video festgehalten. Und wie immer, sehen wir uns, wenn wir uns sehen.